vielen YouTubern schon lange heiß erwartet, sind sie jetzt endlich da, die neuen YouTube Cards. Dieses System löst die bisherige Möglichkeit, Metainformationen in Videos einzublenden, ab. Die neuen Cards werden, und das ist der größte Vorteil, auf allen Endgeräten angezeigt. Diese Infolayer mit Zusatztexten, Besuch meinen Channel und so weiter, die sah man bisher nur auf Desktops. YouTube wird aber, so wie alle Webservices, immer mehr auch auf Smartphones benutzt und mit den neuen Cards sehen die Nutzer die Zusatzinfos auch hier. YouTube erlaubt dabei keine völlige Gestaltungsfreiheit. Es gibt ein paar vordefinierte Arten von Cards. Anders als bei Twitter-Cards dienen die eben auch nicht dazu, die Infos, Metainformationen darzustellen, sondern eben Zusatzinformationen ins Video einzubinden, die letztendlich den Zuseher dazu animieren sollen, die gewünschte Aktion, eben diesen Call to Action auszuführen. Im folgenden Screencast möchte ich zeigen, welche Möglichkeiten es gibt, welche Typen von Cards und wie man die für die eigenen Videos anlegen kann. Um unsere YouTube-Cards anzulegen, öffnen wir zuerst einmal unseren Channel und klicken dann dort auf Video Manager. Da kommt man dann zu dieser bekannten chronologischen Auflistung der neuesten Videos und da gibt es den Edit oder auf Deutsch Bearbeiten Button und wenn man hier daneben auf den kleinen Pfeil klickt, dann ist im Auswahlmenü ein neuer Punkt, nämlich Cards, dazugekommen. Nach Klick auf Cards öffnet sich der neue Card Editor. Man sieht das Video und die Timeline, das ist hier ein relativ kurzer Clip, 38 Sekunden, und man bewegt dann eben auf der Zeitleiste den Cursor an die Stelle, wo man eine Card einfügen will, also hier beispielsweise bei 15 Sekunden, und klickt dann auf den Button Add Card bzw. Card hinzufügen und kommt dann zu diesem Auswahlmenü, in dem YouTube eben vier Möglichkeiten anbietet. Da gibt es zum einen Associated Website. Das kann ein Link zu einer Webseite sein, aber eben nicht zu irgendeiner Webseite, sondern nur zur eigenen Webseite, die man vorher mit dem YouTube-Channel verbunden hat. Das heißt, die Auswahl ist hier relativ eingeschränkt. Es können nur Links aus dieser einen Domain angegeben werden. Ich habe in meinem Fall Datenschmutz natürlich mit dem Channel verlinkt. Also kann ich jetzt hier entweder zur Top-Level-Domain verlinken oder beziehungsweise ich könnte auch eine Deep-URL auf derselben Domain eingeben. Vertippt. So. Link zum täglichen Social Media Button. Die Überschrift wird aus den Metadaten übernommen, kann man aber auch noch ändern und man kann hier einen Call to Action eingeben. Also in dem Fall anfordern. Das Bild wird auch aus den Metadaten übernommen, so vorhanden, ansonsten kann man auch ein eigenes Foto hier hochladen. Danach klickt man auf Create Card und Sie sehen dann hier, wird diese neue Karte bereits angezeigt. Die Dauer der Anzeige bestimmt YouTube selbst. In den Informationen ist davon die Rede, dass die Karten für ein paar Sekunden angezeigt werden und es wird auch empfohlen, eher sparsam damit umzugehen und ein wenig Abstand zwischen den einzelnen Karten zu lassen. Welche Typen gibt es dann noch? Fundraising, da kann man also verschiedene Fundraising-Portale verlinken und wenn ich jetzt hier auf Create gehe, dann sieht man, es gibt eine Reihe von Approved Fundraising-Sites. Da gehört dazu Fundraising, hier haben wir es, Indiegogo, Patreon, Zubabble und Kickstarter, also mal die größten. Es gibt dann noch eine Auswahl von weiteren, nicht ganz so populären Seiten. Da ist schon ziemlich alles, was im Crowdfinancing-Bereich eine Rolle spielt, mit vertreten. Ganz gleich verhält es sich bei den Merchandising-Seiten, beim dritten Typ. Da gibt es bisher eben die großen, die man ohnehin kennt, Google Play, Nona, iTunes, Spreadshirt und so weiter, sowie eine doch recht umfangreiche Liste weiterer Anbieter, viele davon nur in Amerika populär, Ticketweb, Tickets Now, aber auch Spreadshirt und so weiter. Also aus dieser Auswahl kann man sich hier bedienen, beispielsweise bei Fundraising bzw. bei der Karte des Typs Merchandise. Die vierte Gruppe von YouTube-Cards wird auch eine große Rolle spielen. Da handelt es sich um Videos oder Playlists und wenn man hier auf Create klickt, dann kommt man zu einem Auswahlfenster. Da sind mal in einem ersten Schritt die eigenen Uploads, also hier kann man auf andere Videos, die man selber bei YouTube hochgeladen hat, verweisen. Man kann aber auch ein öffentliches YouTube-Video oder eine Playlist eingeben, auf die dann hier verwiesen wird. Im zweiten Tab findet man die Playlists, die man selbst angelegt hat, also einer mit einigen Dead Dogs. Wenn ich jetzt hier auf Create Card klicke, habe ich da die zweite Karte. Die sollen sich natürlich nicht überlagern.
So, also Card 1, Card 2. Sie sehen, diese Einblendung da unten, die habe ich damals angelegt, das ist eben das alte YouTube-System, während die Cards da oben angezeigt werden. Und was man jetzt auch gleich sieht, in der Vorschau sieht man je nach Card-Typ hier den Call to Action und ich muss dann draufklicken, um die volle Vorschau zu sehen mit dem Bild. Und hier bei diesem Card-Typ, in dem Fall eine Playlist, kommt man auch wiederum nach Klick auf die Vorschau dazu. Jetzt werden sich alte YouTube-Hasen natürlich sofort fragen, was passiert mit dem wahlweise einbindbaren Copyright-Wasserzeichen, das normalerweise in der rechten oberen Ecke steht. Wenn bei einem Video solche Cards zum Einsatz kommen, dann wandert dieses Copyright-Zeichen, wie man es hier auch sieht, in die untere rechte Ecke des Videos. Ja, das ist es im Großen und Ganzen. Man kann, wie gesagt, ab sofort für alle neuen Videos solche Cards anlegen und man kann natürlich auch, so wie ich es gerade gezeigt habe, über den Videomanager für alle alten Videos auch eben diese neuen Metainformationen einfügen. Der Vorteil des alten Systems der Annotations besteht vielleicht darin, dass sie etwas auffälliger aussehen. Bei den neuen YouTube-Cards muss man, wie Sie im Screencast gesehen haben, erst auf das Symbol in der rechten oberen Ecke draufklicken. YouTube hat auch noch nicht angegeben, wie sie weiterverfahren werden. Es ist derzeit ja auch möglich, beides parallel einzusetzen. Nachdem die Annotations sehr viel verwendet wurden, gehe ich nicht davon aus, dass die sehr rasch abgeschafft werden, aber mittelfristig wird man sich wohl an die neuen YouTube-Cards gewöhnen müssen dürfen. Auf jeden Fall, die Ausspielung quer über alle Endgeräte stellt sicherlich einen beträchtlichen Vorteil dar. Die Darstellung wird je nach Gerät angepasst, aber grundsätzlich, wie gesagt, eine sehr gute und die neue und von YouTube empfohlene Methode, um CTAs in Videos einzubauen. Viel Vergnügen mit den neuen YouTube-Cards. Datenschmutz out.